Herzlich willkommen zu einem Video von kreativekiste.de. Ich habe hier mal ein Programm geschrieben und darf euch einen kleinen Ausschnitt davon zeigen. Ich habe als Modell jetzt hier einfach meine Spindel genommen. Das ist später dann ein Prüfstand. In den Prüfstand wird ein Werkstück eingestellt. Der wird einmal runtergefahren, einmal hochgefahren und dann kontrolliert, ob die Länge im Normbereich ist. Diesen Prüfstand gab es schon, aber der ist wohl mit ganz, ganz geringer Geschwindigkeit gefahren. Ich mache jetzt Folgendes. Ich fahre also ganz schnell bis zum Endschalter runter, fahre dann hoch und zurück und fahre dann auch wieder langsam hoch bis zu einer gewissen Position, stopp dann und fahre dann ganz langsam in die Endschalter. Schauen wir es uns an. Jetzt sieht man also, ich fahre extrem schnell runter. Dann wird am Endschalter gestoppt. Jetzt fahre ich nach oben und jetzt fahre ich ganz langsam an diesen Endschalter ran, damit die Position eben genau wird. Jetzt fahre ich mit mittlerer Geschwindigkeit nach oben. Sieht man auch im Display hinten. Und zwar bis zu einer bestimmten Position, die so 99% vor dem Endschalter liegt. Fahre langsam aus und fahre dann gegen den Endschalter rein. Und dann wird das Ergebnis eben gespeichert im Monitor und es wird angezeigt. Man muss noch einmal im Durchlauf. Zusätzlich sieht man auch jeweils dann noch die Endschalter und später ist dann jetzt eben so, je nachdem, die Endschalter sind da eingebaut in das Material und je nachdem, wann das eben startet und stoppt, weiß man eben aufgrund der gezählten Schritte, natürlich softwaremäßig gezählten Schritte, ob das im Verhältnis passt. Ich zeige euch jetzt einen kleinen Ausschnitt, das ist einmal dieses Hauptprogramm Prüfstand und einmal die Referenzfahrt. Der Prüfstand an sich ist jetzt nicht sonderlich spannend. Ich habe hier eben den Start drin, wo eben nur geht, wenn ich bei Schritt 0 oder Schritt 7 bin. Und dann gibt es hier noch einen kleinen Handbetrieb, wo ich eben von Hand das Ganze stoppen und auch wieder starten kann. Hat eben den Vorteil, dass der Bediener auch gegebenenfalls, wenn es mal unterbricht oder irgendwas ist, dass der dieses ganze Ding dann eben auch starten und stoppen kann. Dann habe ich jeweils natürlich noch den Stopp drin, also wenn jemand Hand fährt, dann wird eben darüber gestoppt. Und der große Vorteil dann eben hier, dass ich eben eine steigende und fallende Flanke einstellen kann, was ich ja dann später hier in meinem Flowchart nicht machen kann, kann ich aber hier relativ gut machen. Also hier lediglich eben dieses von Handfahren drin und natürlich hier mein Start. Das Spannende eben die Referenzfahrt, die finde ich ist auch, also in Flowbuilder wirklich total easy zu machen. Wenn Schritt 0 ist, dann wird einfach gar nichts gemacht und jetzt können wir mal den Schritt 1 machen. Das heißt, ich fahre zuerst ein bisschen hoch, so ein Stau oder so, knapp. Wenn ich jetzt eben den Start mache, dann sieht man, dass das 1 ausgeführt wird, schnell runterfahren. Jetzt kommt das langsam zurückfahren. Jetzt eben das noch langsamere Hinfahren wieder, bis mein Endschalter geschaltet wurde. Dann jetzt eben hier das Normal, die normale Geschwindigkeit zum Zurückfahren, eben bis der Schritt 5 dann jetzt erfüllt ist. Also hier rechne ich jetzt das Ganze quasi hoch, dass ich da im richtigen Bereich bin. Jetzt bin ich hier bei den Schritten und jetzt fahre ich den Rest eben im Schritt 5 dagegen und im Schritt 6, dem letzten Schritt, da speichere ich dann das Ergebnis jetzt und man sieht es auch gerade, wir sind gerade beim Speicher 4 und dann beim Speicher 5 und wenn Speicher 6 ist, setze ich Speicher auf 0, damit wird es von oben wieder überschrieben. Hier sieht man auch nochmal die Delay-Zeit, die ich eben kurz drin habe. Ich kann auf Name und Value umschalten und wenn ich jetzt eben Start drücke, dann sieht man jetzt eben hier jeweils, wie die Zeiten nach unten fahren. An der Stelle muss ich leider dazu sagen, das Programm zuschicken kann ich euch nicht, aber zeigen konnte ich euch das hier, wie ich eben diese Referenzfahrt gemacht habe, dass man eben relativ dicht an den Endschalter ranfährt und dann eben kurz vorher stoppt und dann beziehungsweise wieder zurückfährt, einfach, dass man einen ganz genauen Wert bekommt.